So. Hi, heute mache ich mal was ganz anderes, ganz quick and dirty, weil sich die Gelegenheit einfach ergeben hat aus einem aktuellen Coaching heraus. Und zwar, wenn du mich schon kennst oder auch noch nicht kennst, ich bin Sabine Weiß, ich führe die Beziehungspraxis Herzmut online. Und ich arbeite sehr viel zum Thema toxische Beziehungen, Beziehungen mit Narzissten, mit Narzisstinnen. Und ich habe auch schon 3 Videos zu diesem Thema gemacht, eigentlich schon sehr, sehr lange her. Ich verlinke die dir gerne hier im Video, falls du sie noch nicht kennst. Und ich habe damals vor gut 2 Jahren, als ich die veröffentlicht habe, eigentlich gesagt, ich werde nichts mehr zu dem Thema machen, weil ich hätte schon alles gesagt, was es zu sagen gibt. Ganz so ist es nicht. Ich habe immer wieder im Hinterkopf, da gibt es doch noch was. Und jetzt gerade hatte ich ein Coaching mit einer Klientin, die sich von einer toxischen Beziehung aus einer toxischen Beziehung von einem toxischen Partner gelöst hat. Und sie hat einfach erzählt über die Schwierigkeiten, die sie hat. Und ich habe dann ein bisschen ausgeholt und darüber geschildert, warum es denn auch normal ist, dass es so schwer fällt, nach einer toxischen Beziehung diesen Partner loszulassen. Das höre ich so oft in meinen Begleitungen, in den persönlichen Gesprächen drinnen, dass das einer der schwierigsten Punkte ist, und das ist auch völlig normal. Und warum, erfährst du in diesem Video, das kein Video sein wird. Meine Klientin hat mir erlaubt, dass ich die Tonspur verwenden darf, aber möchte natürlich nicht, das verstehe ich auch, persönlich gesehen werden. Ich habe auch darauf geachtet, dass keine Namen ersichtlich sind oder hörbar sind in dem Zusammenhang. Also wundere dich bitte nicht, es wird dann gleich hier nur ein Bild kommen und ich stelle dir hier den Tonmitschnitt aus diesem Coaching, aus dieser persönlichen Begleitung zur Verfügung. Wenn du selber betroffen bist von so einem Thema im Übrigen, ich sage es in jedem Video, holt euch Hilfe. Was ich aber echt mal dazu sagen muss, Hilfe bedeutet nicht, hier auf YouTube oder sonst irgendwo in den Kommentaren zu posten, die Geschichte zu schreiben und sagen, hast du einen Tipp für mich? Das ist nicht Hilfe, die es braucht, wenn es dir wirklich schlecht geht und wenn du aus einer toxischen oder narzisstischen Beziehung herauskommst. Egal mit welcher Form von Beziehung du eigentlich gekämpft hast. Ja? Wenn du Hilfe brauchst, und in meinem Gratiskurs habe ich dir eine Skala an die Hand gegeben, ich kann das auch gerne unten nochmal verlinken, woran du erkennen kannst, also quasi, welche Form von Hilfe für dich gut wäre. Ja, ob es reicht, wenn du dir ein Buch reinziehst, ob es besser wäre, wenn du dir einen Videokurs nimmst und intensiver daran arbeitest, ja, oder ob du tatsächlich auch schon persönliche Begleitung in Betracht ziehen solltest. Ja. Ich werde dir diesen Gratiskurs, den kleinen, auch unten verlinken gerne. Für heute, wenn du das hilfreich findest, was jetzt kommt, ich freue mich so sehr, bitte teilt es. Ich weiß, es gibt Unmengen an Material zum Thema toxische und narzisstische Beziehungen schon im Netz. Trotzdem meine ich oder hoffe ich zumindest, dass ich mit diesem Coaching-Mitschnitt noch was dazu beitragen kann, dass es dir und anderen Menschen leichter fällt, damit umzugehen. Denn genauso wie meine Klientin hier in diesem Gespräch sagt, sie hat schon gedacht, sie ist verrückt, sie ist die Einzige und dass sie nicht normal ist, weil sie halt so geht, wie sie geht. Nämlich, dass sie einfach nicht loslassen kann, obwohl sie weiß, dass dieser Mensch nicht gut für sie war. Ja? Gut, in diesem Sinne, neugierige Ohren oder was auch immer ich dir jetzt wünschen kann für die nächsten Minuten. Aber heute mal ein Versuch mit einem Mitschnitt aus einem Live-Coaching. Und wenn euch das gefällt und hilfreich ist, mache ich das in Zukunft vielleicht öfter. Bis dahin, alles Liebe. Tschüss. Eins muss dir halt klar sein, toxische Trennungen fühlen sich immer heftiger an als andere. Ja. Ja, weil sie auch vorher ja schon heftiger sind. Ja. Ja, also ich kenne
Niemanden. Und ich habe wirklich mit, also ich weiß gar nicht, ich müsste mal nachschauen, aber meine Klienten haben ja kein Tag, ja, mit worüber ich mit ihnen gearbeitet habe. Ja, aber ich habe ja mit unzähligen Klienten aus toxischen oder nachtoxischen Beziehungen gearbeitet, ja. Sicher 100 mindestens. Ja, allein in den letzten 2 Jahren. Und da würde ja auch niemand sagen, oder nein, andersrum, alle sagen, das war bis zur Trennung auch die intensivste Beziehung, die sie je hatten. Das heißt, die Amplitude, ja, sowohl im Negativen wie auch im Positiven, ne? Weil toxische Beziehungen sind ja nicht nur positiv, ne? Toxische Beziehungen zeichnen sich ja dadurch aus, dass sie eigentlich unfassbare Amplituden haben, positiv, negativ, positiv, negativ. Ne? Würde ich bei ihm auch einfach unterschreiben, ist wirklich. Ja. Dagegen stinkt ja jede Beziehung, die solche Wellen hat. Absolut. Stinkt ja ab. Ne? klar ist, dass eine Beziehung, die solche Amplituden vorher hat, ja, natürlich auch in der Trennung wesentlich heftiger zum Verarbeiten ist als die anderen. Ja? Also schon allein deswegen, weil der, ich sage jetzt mal, toxische Beziehungen zeichnen sich dadurch aus, dass du ganz viel unterschiedliche Hormon, Stati, ist glaube ich die Mehrzahl von Status, ja, also ganz unterschiedliche Hormonstati in sehr kurzen Zeitwechseln erlebst. Ja, also ähnlich wie bei Drogen einfach. Ja, halt körpereigene Drogen. Warum? Na, weil heute alles gut ist und es ist schön, ja, himmelhoch jauchzend und dann ist sie aus einem blitzschnellen, weiß der Kuckuck was, ja, weil irgendwas nicht passt, auf einmal alles negativ, ja, mit meistens auch noch dazu einer ganz krassen Androhung von entweder gleich die Beziehung zu beenden oder zumindest Dingen wie Silent Treatment, wo man auf einmal nicht weiß, hey Scheiße, der redet jetzt nicht mit mir, der ignoriert mich, der antwortet nicht auf Nachrichten, der hebt das Telefon nicht ab. Sind wir jetzt noch zusammen oder nicht? Ja, auf einmal fühlt man sich wie eine Persona non grata, ja. Dann kommt wieder die Versöhnung, ja, mit großer Erleichterung, ja. Und dann kommt vielleicht noch der beste und tollste Versöhnungssex, den man jemals hatte, ja. Weil dazu kommt ja, dass diese Menschen ja auch sexuell, also ich habe noch nie erlebt, dass jemand eine toxische Beziehung gehabt hat und gesagt hat, der Sex war scheiße. Das gibt Das ist es nicht. echt wahr. Ja, das gibt es nicht. Ich weiß nicht, woran es liegt, ne? Das war Aber tatsächlich, aber vielleicht, also doch, ich weiß schon, woran es liegt. Also meine These ist, dass Beziehungen überhaupt erst toxisch werden können mit Menschen, die auch auf sexueller Ebene so agieren können, ne? Nämlich zum einen so spiegeln können, was der Partner sich wünscht und gerade braucht. Zum anderen selber, ich meine, wann ist Sex gut? Wenn man auch selber mit Begehren reinfahrt, aber nicht egoistisch drüber zieht, ja, weil das können viele, ne? Sondern sagst du, so, boah, und die wirklich so mit der vollen Emotionalität hineinknallen, ja, wo man merkt, so, der ist geil, aber nicht nur für sich in seinem eigenen Film, sondern auch auf mich als Mensch, als Frau, ja. Und aus dem heraus, ja, weil ich sage immer so, also nimm einem toxischen Partner die Sexualität weg. Im Sinne von wechsel die zu schlechten Sex, ja. Die meisten Menschen würden gehen, ne? Aber warum? Weil auch Sex, vor allem bei Frauen, natürlich entsprechend wieder Bindungshormone ausschüttet, ja, und dich noch mehr an diesen Partner hängt. Ja? Das heißt, du hast ja nicht nur gefühlsmäßig dong, 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 ja? sondern auch hormonell, ja, bist du ja völlig, wow, du bist ja in einer Achterbahn. So. Das ist sehr wahr, mein Gott. Ja, na, es ist Meine so. Freunde würden das so gut verstehen. Die sehen das auch so, die verstehen das auch und kennen das auch. Aber es ist krass, wenn dann jemand wirklich professionell darauf guckt und sagt, so ist es gewesen, weil anders konnte ich das gar nicht beschreiben. Oder deswegen bin ich so froh, dass es Menschen wie dich gibt, die das so perfekt beschreiben können. Weil Und dann genauso ist weißt du, und jetzt überlegen mal, was passiert, wenn du aus der Achterbahn aussteigst. Ne? Du bist im ersten Moment bist in so einer Mischung aus, also da taumelt man ja meistens noch ein bisschen, ja, und im ersten Moment bist du noch in so einer Mischung aus, boah, Gott sei Dank bin ich draußen, ne? Und Gott sei Dank ist es vorbei. Ne?
Aber natürlich fühlt sich das reale Leben dann kurzfristig, ja, vor allem relativ knapp nach der Trennung. Das ist die Schwierigkeit, die viele Menschen haben, die aus einer toxischen Beziehung rauskommen, dass sich die Normalität relativ langweilig auf einmal anfühlt dagegen, ne? Und ich kenne das, ich habe leider viel Erfahrung, also nicht selber, aber halt im Freundes- und Bekanntenkreis mit drogenabhängigen Menschen, die beschreiben ja auch genau das. Das Schwierige ist nicht von den Drogen wegkommen zu wollen, das Schwierige ist dann auf einmal zu erleben, wie langweilig das Leben ohne Drogen ist. Ja, ohne diese Highs und Kicks und weiß der Kuckuck was. Ne? Obwohl es viel Da gesünder ist. wieder klarzukommen. Ne? Und das macht es dann natürlich genau einfach, dass man wieder zurück, dass man sich denkt, oh, soll ich nicht doch noch eine Runde buchen? Ne? Nochmal 3 € für eine Achterbahnfahrt. Ne? Und es braucht unglaubliche Disziplin, weil die kommen ja auch oft wieder an, ne? Und versuchen dann nach einer gewissen Zeit wieder entsprechend dich zurückzulocken. Und es braucht unglaubliche Disziplin, da dann zu sagen, nee. Ja, weil alles, was der verspricht, ist im ersten Moment schöner und besser, ja, höher, schneller, weiter als alles, was du jetzt gerade hast. Ne? Und deswegen kleben die, so wenn, um jetzt bei deinen Worten zu bleiben, ja, nach einer Trennung auch viel stärker als alles andere, was man vorher erlebt hat. Ist gut, ich schreibe mir das nur parallel auf, nicht? Ja. Aber ja, genauso fühlt es sich an. Aber das ist halt, einerseits denke ich mir, Mann, du weißt es doch, dass du Disziplin haben musst und eigentlich sagen, und das ist, ich kenne seine Muster, so ich weiß, wie er funktioniert, deswegen weiß ich auch, dass es wahrscheinlich nochmal irgendwas kommen wird von ihm. Irgendeine blöde Nachricht oder ein Anruf oder was auch immer. Und dass ich dann einfach die Stärke haben muss, gar nicht darauf einzugehen, nicht mal es abzulehnen, irgendwas dazu zu sagen, einfach gar nichts. Und das ist so schwer. Und es ist schön, dass das typisch ist und dass das normal ist. So, weil ich denke mir so, boah, es kann doch nicht wahr sein. Du weißt doch, wie scheiße er ist. Du weißt, wie schlecht er dir tut. Du weißt, wie toxisch er für dich ist. So, und trotzdem wünschst du dir ihn so sehr zurück. Ich fühle mich schon langsam schizophren, auch wenn ich mit Freunden darüber rede. Ich rede da gar nicht mehr so viel drüber, weil ich mich selber schon gar nicht mehr darüber reden hören kann. Mir hängt in den Ohren raus, dieses Thema. So, was sollen die mir auch ab einem gewissen Punkt noch raten? Wenn die Gar noch nicht. selber in einer toxischen Trennung, sage ich jetzt, waren, können die auch nicht nachempfinden, wie diese Achterbahn, die du so gut beschreibst, sich anfühlt. Denken dann auch irgendwann alle so, ja, okay, also langsam kann die alle jetzt doch mal von ihm weg. Aber das ist echt krass. Echt belastend, weil du selber dann irgendwann dich hinterfragst und denkst so, ist das normal? Bin ich bekloppt? Warum will ich ihn denn überhaupt zurück? Eigentlich will ich ihn noch gar nicht zurück und ich weiß doch, dass er nicht gut für mich ist, aber ja. So, jetzt wo du diesen Beitrag gehört hast, würde mich noch interessieren, war das hilfreich für dich? Kannst du was damit anfangen? Geht es dir vielleicht ähnlich? Möchte ich auch gerne bitten, teile das mit Menschen, für die das sinnvoll sein könnte, die das auch brauchen könnten. Und was ich gerne noch ergänzen würde zum Thema Hilfe holen, ja, weil die Leute mich ja eh immer wieder fragen, was bedeutet das konkret? Ich arbeite in einer digitalen Praxis. Das heißt, solange du ein Handy hast, das eine Videokamera hat, wobei ich auch über Telefon ganz normal arbeite, aber ich arbeite mit den Leuten über Skype, über WhatsApp, Video. Man braucht da keine große Hexerei sich irgendwie vorstellen. Ja? Und nach einer toxischen Beziehung für quasi die Verarbeitung vom Liebeskummer, die Verarbeitung der Beziehung, die Wiederherstellung des Selbstwerts, ja, also ich sage immer, zwischen 6 und 10 Stunden solltest du ungefähr planen. Ja, nach oben hin ist es sowieso offen, aber natürlich hast du auch schon mit 3 Stunden zumindest einen Input, wo man sich ganz genau darauf konzentrieren kann, okay, was sind denn die schlimmsten Stolpersteine, an denen du gerade hängst? Wie könnte es da schnell besser werden, wenn du an bestimmten Schrauben drehen könntest? Ja, insofern. Ja, ihr wisst es, ihr kennt es, also ihr wisst es vielleicht nicht, aber wenn du schon mal Therapie gemacht hast, dann weißt du, dass das, wenn ich jetzt sage 6 bis 10 Stunden, ein Minimum ist
von dem, was normalerweise veranschlagt wird. Das ist eine Spatzenzeit im Vergleich zu dem, was ein normaler Therapeut oder sonst ein Begleiter vermutlich veranschlagen würde. Ja. Warum geht das? Naja, es geht darum, weil Menschen wie ich einfach seit Jahren sich auf das Thema fokussiert haben und einfach schon die typischen Stolpersteine kennen, aber auch schon wissen, wie eure Ex-Partner, eure Ex-Partnerinnen reagieren werden, wenn ihr ein bestimmtes Verhalten zeigt. Ja? Wie der typische Verlauf von einem, nein, wie das typische Verhalten von einem narzisstischen Partner, einer narzisstischen Partnerin am Ende einer Beziehung sich weiterentwickeln wird. Ja? Im Übrigen, wenn da Kinder im Spiel sind und Scheidungen ein Thema sind, sowieso knallt es gleich einmal 10 bis 20 Stunden dazu, weil wenn es da um Verfahren geht, die dann auch noch in Richtung Sorgerecht gehen, wird es noch mal größer. Aber dazu vielleicht ein andermal mehr. Für heute freue ich mich, dass du mir dein Ohr geliehen hast. Und wenn du das hilfreich gefunden hast, dann freue ich mich, wenn du es mich wissen lässt und wenn du es mit deinen Freunden, Bekannten, wer auch immer es brauchen könnte, mit der Welt teilst. Alles Liebe, bis zum nächsten Mal.